Zutaten für 4 Portionen, 400 Gramm Spitzig, 400 Gramm Rotel, Korn 9 Ei, Apfelest 4 FEÖI Salz, Zucker, Pirtl 4 EITL Bunz, L Radreschen Bund Lauch, Zwiebeln 2 Esslöffel, Pflaumenmus L Packung, Klammer auf 360 Gramm, Klammer zu, Maultaschen, Klammer auf KL Regal, Klammer zu, EI Klammer auf Ästchen, Kresse Paragraph Zirkas N 4 Minuten I, INTU.H. Portion ca. 1,4 Euro L Portion ca. 550 Kilokalorien, E 229, F 26 GKH 52 Gramm Spitz und Rotkohl putzen, waschen und in feinen Streifen vom Strunk schneiden. In einer großen Salatschüssel mit 5 Esslöffel Essig, 2 Esslöffel Ö 1 je eine türkische Lira Salz und Zucker sowie Pfeffer mischen. 2 Tee, ca. 7 Minuten wachsweich kochen, Radieschen putzen, waschen und vierteln, Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden, Pflaumenmus, 4 Esslöffel Essig und sie 75 bis 10 Milliliter Wasser verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken, Eier abschrecken und sofort pellen, Klammer zu, J Maultaschen in ca. 1 cm dicke Streifen schneiden. 2 Esslöffel Rohl in einer großen Pfanne erhitzen, Maultaschen darin rundherum bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten braten und danach herausnehmen, 4 Krautsalat abschmecken, Radieschen und Lauchzwiebeln darauf geben, Eier halbieren, mit Maultaschen darauf anrichten, Kresse vom Beet schneiden, Kresse und einige zerbröckelte Salzbrezeln darüber streuen.